Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind gerade hier mitten im Kampf. Wir haben im letzten Part einen Reaktor in die Luft gejagt und ja, in der Stadt ist gerade ein bisschen Chaos und ja, die Soldaten suchen ja jetzt natürlich nach diesen Terroristen, die alles in die Luft gejagt haben, was ein bisschen doof ist, weil wir diese Terroristen sind. Und ja, wir haben noch im letzten Part ein paar Halluzinationen gesehen mit so einem anderen Typen, den, ja, ich tue mal den Namen nicht erwähnen, ich weiß, der wurde schon gezeigt, aber trotzdem. Und ja, wir haben noch ein Blumenmädchen getroffen, das uns eine Blume gegeben hat. Und ja, wir gehen jetzt hier volle Möhre in diesen Kampf und rennen, weil ich weiß, man hätte hier, man müsste im Original wegrennen, nämlich. So, was ist das hier? Oh, ich sehe, was das sein soll. Sehe, was hier gerade mit mir macht. Soll die Gegner ja alle erledigen, damit ich das aufheben kann, wahrscheinlich, ne? Dann machen wir halt eben. Diesmal durch euch alle durch, ne? Da war diese pinke Materie, die wir gesehen haben. Keine große Sache. Ja, jetzt kann ich halt aufheben. Ausweich rund um Schlag, alles klar. Weil wenn hier ein Kampf gewesen wäre, dann hätten wir halt nicht aufsammeln können, so wie ich gerade gemerkt habe. Also ja. Und dann kämpfen wir doch ein bisschen. Ich hatte nämlich geplant, hier wegzurennen, und ja, ich glaube, dass haltet die Augen offen. Er kann noch nicht weit gekommen sein. Ich verschwinde besser von hier. Ich soll vielleicht mal Vita einsetzen, wenn ich Zeit habe. Ja, wenn ich jetzt auch von dem Mech gerannt wäre, hätte ich das hier nicht einsammeln können und so. Also ja. Wie gesagt, im Original konnte man wegrennen oder kämpfen, und ja, es hat nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Aber ja, ich glaube, wegrennen wäre, weiß nicht. Es hat, glaube ich, nichts gebracht, ob man entweder gekämpft hätte oder nicht. Aber ich weiß es nicht. Ja, kommt schon, ehrlich. Ich glaube, das Spiel will schon eher, dass man hier kämpft, ne? Mal langsam kriegt das Kampfsystem ein bisschen drauf raus, also ja. Boom. Deshalb will ich die Sachen natürlich hier einsammeln, ne? Wenn ich ja alles verpasst, dann TP Boost. Könnte ich vielleicht ausrüsten anstatt Feuer, ne? Aber das war jetzt erstmal. Und gehen wir weiter hier. Hier sind noch bei. Warte, warte. Hier, okay, ist nix. So, wo muss ich denn jetzt lang? So, aber Spiel sagt mir, ich soll da lang. Und das ist, komm ich da hoch? Nö. Und dann geht mein Einweg anscheinend. Oh, Pizza, geil. So, jetzt hier lang, ne? Ja, ich glaube schon. Nichts zu vermelden. Bleib, wo du bist. Oh. Er hat überhaupt nicht kommen gesehen. Oh. Gott. Die eigentlich anfällig gegen Feuer. Scheint der Fall zu sein, ja. Und nicht mit meiner Blume da drinne.
Na komm, greif an. Boah. Und FP bekomme ich jetzt auch, okay. Nehmen wir das um die Substanzen hier. Material, Entschuldigung, hochleveln. Und Kraftreif. Ja, damit. Bestimmt besser als das, was ich jetzt habe, ne? Ist in der Lage, das Potenzial am Muskeln seines Trägers freizusetzen. Stärke um 5%, also 1. Ne, plus 2 stand da, glaube ich. Okay. Halt. Ne, 3 kann ich ja nicht drücken. Okay, ich dachte, ich könnte hochklettern vielleicht. So, ich weiß nicht, warum das da oben sagt, ich soll hingehen. Ich soll da hingehen, aber ja. Mal hier lang, ne? Wollte ich eigentlich nicht machen. Wir haben den Bogen kaputt gemacht. Das war jetzt nicht ich. Er könnte nicht auf mich schieben. Ah, komm. Zum Landen? Wo? Klingt irgendwie nicht gut. Ja, ich bin blockt, ne? Ja, ich tue ja noch ein bisschen rum experimentieren, okay. Aber wir haben nichts dagegen. So, hier ist aber nichts, ne? Nö, sieht nicht so aus. Ah! Gesagt, na du? Ja, kann ich auf dich auch losgehen? Dazu habe ich gerade hier gewechselt. Ich kann hier schon besser blocken als in Jedi Fallen Order und kontern, parieren. Nehme ich mal an. Da, komm mal her. Kreuzschlag. Ja, da war ein bisschen Overkill, aber egal. Ja, schon tot dadurch, okay. Frontalangriff ist zu gefährlich. Ob es sonst noch einen Weg gibt, ich gehe am besten über die Dächer. Oben ist es wohl am sichersten. Okay. Lass mich noch mal hier umschauen ganz schnell. Wenn ich irgendwo verpasst habe, wie das hier zum Beispiel. Jetzt eingesammelt und nicht, ja, ne? Geht mir aus dem Weg, Banker. Ausschwärmen! Er darf uns nicht entwischen. Ah, da sind noch mehr Gegner, aber von da kam ich gerade. Hm, da sind noch Kisten. Okay, dann weiter. Komm nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Da, ne? Ja. Gehen wir mal da hoch. Feuer frei. Knallt ihn ab. Aua. Das war knapp. Was? Kann ich euch von hier abschießen? Ich bin noch nicht mal im Kampfmodus hier gerade.
Ist ja voll unfair. Ja, voll unfair, ey. Auch schon, mein Schwert hat die Schüsse geblockt. Gesehen, wie dick das Teil ist. Was ist denn hier drin? Ein Eisenreif. Gut. Endlich mal neue Ausrüstung. Sagt er, nachdem er gerade Dings bekommen hat. So, Dreieck. So, was haben wir denn hier? Unwendbar. Ja, den tue ich irgendwie Vollseiten einsetzen. Also, ja. Der Bulbus, wie habe ich jetzt bekommen? 200, ne? Ja, kann ich sein. Ja, kann ich Schaden hat so früh wie möglich auszurüsten. Muss ich hin? Ja. Nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Ich bin nur ein Reaktor in die Luft gejagt. Mein Gott. Da sind schon alle irgendwie am Auslasten. Ne, gibt's da einfach nicht. Mach mal eine Sache hier kaputt, ne? Drehen sie alle durch. Da schießt schon wieder jemand auf mich. Man verfehlt die Noobs. Der Kerl ist gefährlich. Ja, ich bin gefährlich. Ach, du so blöde. Ich soll wahrscheinlich gar nicht gegen die kämpfen, aber ist doch egal. Okay, du liegst am Boden, sagt er doch. Weiter geht's. Ich soll eigentlich auch Handgranaten werfen, ja, ne? Schon ein paar von denen eingesammelt, deswegen. Kein Entkommen. Ich wollte mich voll clever an euch anschleichen. Okay. Wie ich einfach so jonglier, ey. Ist doch nicht normal, ist er ist auch überhaupt nicht nötig, Cloud. Ja, wir sind gleich am Ende, sehe ich. Da! Kommt ihr näher? Ich habe einfach da oben hingeschmissen, ey. Nein, tut er nicht. Was ist mit dir los? Unser Sturm gegen so Schildtypen sind doch bestimmt Magie. Jawohl. Wusste ich doch. Gegen ist bestimmt Magie. Voll. Voll effektiv, ey. Nein, Granate. Ah. Ah, schon wieder getroffen. Nicht lang, ja. Ich glaube da unten, also gehe ich hier lang. Das Spiel erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy Type Zero, jetzt wo ich so darüber nachdenke. Das ist auch mehr so actionlastig. Weil sich ein bisschen wenig Rollenspiel, also hier gibt es schon Rollenspielelemente, aber die sind dann nur irgendwie, weiß ich nicht, so als keine Ahnung, so draufgepackt an das eigentliche Geschehen, so würde ich jetzt sagen. Nicht hier lang, nein, okay. Machen wir mal, weil wer weiß, was noch passiert, ne? Sollte eigentlich jetzt nichts kommen, so bossmäßig, aber ich weiß ja nicht, ob das Spiel irgendwie so Sachen noch hinzugefügt hat und so, ne? Weiß man ja nicht. Hm? Ja, richtig gesehen, glaube ich. Oh, gib mir mal ATB. Danke.
So, jetzt du. Oh ja. Ich bin bereit. Schock. Schon wieder Schock. Das wird so nichts. Ja, Auto angegriffen. Nee, da ist noch ein. Das ist nur so ein Köter, Mann. Aber komm mal her. Okay. So. So. So lang kann das Gebiet eigentlich nicht mehr sein, weil wir sind ja bei entschieden. Wir sollten uns doch im Zug treffen, ne? Wie gesagt. Haben die hat nicht gesagt, ich weiß nicht, aber wir werden uns in den Zug treffen. Die Ratte sitzt fest. Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Die Blume wäre eigentlich mehr in Charakter gewesen, wenn ich ihn nicht angenommen hätte, ne? Was soll's. Alter, hau ich die kaputt, ey. Wie jetzt? Ja. Und dann nur die Leichen so durchgehend geworfen. Wie, haha, hier, frisst das. Kannst du jetzt wagen, über mich zu lachen? Ich glaube, der hat mehr so einen Bossbalken, ne? So, du und ich jetzt. Na, geht noch mal lange, bin gar nichts. Da ist das schon wieder nicht. Aber ich habe noch mehr. Ah, du PSR. Oh, Gongaga, Kommandeur. Du bist also aus Gongaga. Ich kenne diesen Ort. Ah. Warte, ich kriege noch Bohnen. Muss ich wahrscheinlich erledigen, ne? Er hat eine wunderschöne Blume an der Brust. Ich wollte fragen, wo ich mein Schwert her zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Ja. Moment. Na, da bist du ja endlich. Ne. Ich wohl vor der Arbeit drin. Was? Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen.
draußen waren unsichtbare Wesen. Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ganz schön voll. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Aufgrund des Störfalls in Makoreaktor 1 kommt es auf zu Ausfällen und auf mich durch. Ich komm mal kurz durch, ne? Was geht? Bin nur ein Typ mit einem Riesenschwert. Oh hey, wie geht's? Na? So aus dem Weg, Justin Bieber. Darf ich dich mal was fragen? Die Schuldigen wohl schon gefasst hat? Diese Kämpfe mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete. Ich glaube, das hat er auch im Original gefragt, ey. Ich hatte ganz schön Schiss. Kannst du mir glauben? Gewöhnst dich schon daran. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich das niemals muss. Ob man die Schuldigen wohl schon gefasst hat? Mich mit der Eis erinnern lassen. Ja, gut, ich will schlafen. Da ist es ja. Die Leute sind ganz schön aufgewühlt. Was hast du erwartet? Ein Paradies für Taschendiebe. Du, Cloud. Ich. Zum Beichten kannst du dir jemand anderes suchen. Ach, komm schon. Wer hat an mir rumgezopft? So. Gibt es in den Slums denn Hotels? Alles klar. So, ich gehe da mal nach vorne. Na, warum geht ihr nicht nach vorne? Ich dachte, wir sollen nach vorne gehen. Tschüssi. Na? Ich fühle mich hundeelend. Ernst, oder? Die Schäden in Sektor 8 sind einfach zu groß. Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Makrogase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Aber sowas haben die Konstrukteure doch sicher bedacht. War es das jemand, was in die Luft jagt? Nicht wahr? Ja. Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja, alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Ich dachte, es wäre vorbei. Ich hatte ja so... Alles klar. Hey, Bird. Red mit mir. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Mhm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey! Ja, zum Glück sind die nicht hier, ne? Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Hm? Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Ne? Obst. Der tickt noch aus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Spurge, schmeiß ihn aus dem Fenster. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Ja, würdigt wohl nicht jeder seine Arbeit, was? Ich tue einfach, als ob ich schlafe. Ein Hoch auf Shinra.
Das Lied kenne ich. Das spielt normalerweise nicht hier. Pff. Hast du kurz Zeit? Neue ja klar, würde ich doch immer. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon, aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Markusstadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Marco-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen IV-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfahler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Na, pff. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Diese faulige Pizza ist schuld. Ja, und darauf habe ich gewartet. Diese verdammte Pizza. Shinras Makrogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, er kann doch abhauen. Ja. Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorher bestimmt. Ich wollte sagen, dann wäre ich doch nicht mehr so edgy. So, was nicht geplant. Ja. Stadtplan von Midgar. Waffen. Schubbox sind so viele Sachen. Ich wahrscheinlich noch nicht gucken sollte, aber okay. Der Himmel in den Slums. Kapitel 3. Was denkst du denn? Sein Kind ist in Arbeit, Spatzi. Ich hab dich vermisst. Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Oh. Und da kommen wir Bonzen so raus, ey. Ja. Wir haben's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau. Leute! Nur dramatischer Such. Nicht so rum. Wir fliegen auf. Oh Mist. Du hast doch selber gerade geschrien. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Na gut, alles klar. Würde ich sagen, dann mache ich hier gleich einen Schnitt auch, ne? Es scheint auch nichts mehr zu sein. Ich wollte mich jetzt hier noch umschauen, aber hier ist ja nichts zum Gucken. So, Karte von Midgar, oh, da ist cool. Wo müssen wir hin? Da war doch gar nichts, ne? Was ist los? Ich weiß, man kommt später von da irgendwo. Aber ja, im Moment nicht. Gut. Ah, ich weiß das, ja. Gebiet kenne ich auch. Was ist los? Was ist los?
Dann würde ich sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge schauen wir uns hier mal in den Slums um. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.